Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Black Friday Shopping Haul, denn ich habe dieses Jahr im Black Friday einige Sachen gekauft. Wenn ich was kaufe, dann natürlich nur solche Sachen, die ich auch wirklich brauche. Ein Teil war jetzt ein bisschen Luxus, aber das war mein Namenstagsgeschenk. Dazu kommen wir dann aber später. Ich habe wirklich nur einige Sachen gekauft. Die Tasche ist nicht voll. Nein, gar nicht. Ich habe mir auch noch zwei Schuhe gekauft, beziehungsweise Hausschuhe und Schuhe. Die zeige ich dir auch noch. So, ich war in voll vielen Läden, aber das habe ich jetzt alles in einer Tüte. Und deswegen zeige ich dir einfach immer dazu oder schreibe es irgendwo hin, in welchem Laden ich das gekauft habe. Das erste, was ich dir jetzt zeige, ist tatsächlich das Namenstagsgeschenk. Denn dieser Pulli hat unglaublich viel gekostet, nämlich einfach mal 50 Euro. Und ist jetzt Größe XS. Ich finde den irgendwie voll schön getragen. Das sieht dann auch viel schöner aus. Das blende ich auf jeden Fall hier auch ein. Und zwar ist das so glitzerig und das ist Größe XS. Ist aber auch unglaublich groß gehalten. Eine kleine Kapuze und hinten steht auch noch irgendwas drauf. Ich weiß nicht was, aber ich finde es richtig schön. Auch so mit den Benjamin Jack Schuhen zum Beispiel, glaube ich, sieht das richtig nice aus. Dann habe ich mir eine Mütze gekauft in so einem kleinen Laden für 5 Euro. Und ich finde die echt extrem schön und die ist so schön weich. Passt zu allen Winterjacken. Ich weiß nicht, was dieser Trend heuer ist, aber heuer ist es irgendwie so richtig weit, dieser Bügel. Also so sieht das Ganze dann aus. Mein Gott, die ist richtig warm. Okay, jetzt sehe ich aus, wie wenn ich keinen Kopf mehr hätte. Aber ist okay, ich finde sie cool. Dann kommen wir jetzt mal zu den Schuhen. Und zwar habe ich mir von Grünland Hausschuhe gekauft. Hausschuhe kaufen ist für mich immer so ein Problem. Ich habe so hohe Füße, dass ich nirgends reinpasse und ich möchte auch nicht zu dicke haben. Und dieses Jahr habe ich mich für Grünland entschieden. Die haben jetzt noch 20 Euro gekostet und ich fand diese Farbe auch richtig schön. Und die sind auch nicht zu warm, aber trotzdem wärmer als meine Crocs, die ich immer trage. Dann gab es noch ein paar Dockers. Ich bin nämlich immer auf der Suche gewesen nach solchen anderen eigentlich, aber es gab keine Winterstiefel, also habe ich mir Dockers gekauft. Weil die Winterstiefel kosteten dann einfach so 180, 190 Euro und das habe ich nicht eingesehen. Also habe ich mir mal wieder Dockers geholt. Ist schon unglaublich lange her, dass ich welche hatte, aber ich weiß, dass Dockers einfach ein richtig toller Schuh ist. Auch für meinen Fuß richtig gut geeignet. Ist jetzt Größe 38, die Schuhe übrigens 37, die Hausschuhe. Und die haben auch so Fell drin, deswegen sind sie auch warm genug. Die haben jetzt gekostet 70 Euro. Ich glaube, Dockers waren früher auch mal günstiger, oder? So, dann war ich im Dezenis und dort habe ich mir einen Pyjama gekauft. Tatsächlich habe ich keinen einzigen Pyjama mit langen Ärmeln gehabt und irgendwie braucht man das im Winter schon. Und deswegen habe ich mir einen zusammengestellt in meinem Lieblingsblau. Ich liebe dieses Blau nämlich. Und der hat jetzt Größe S und die haben gekostet, der Preis hier unten, noch 7 Euro. Ist aufgerundet. Und dazu habe ich dann diese Hose kombiniert. Und die kann man halt auch so zum Chillen tragen, wenn man mal sagt, oder man ist irgendwo eingeladen als Übernachtung oder so, kann man die auch tragen. Hat jetzt noch 10 Euro gekostet und ich fand die Kombination eigentlich extrem süß. Dann habe ich mir ganz normale T-Shirts gekauft dort. Jetzt das Weiße auch noch finden würde. Ich habe mir zwei solche Weiße gekauft. Die sind einfach richtig schön wegen diesem Kragen, der ein bisschen weiter zugeht. Und die habe ich extrem gerne. Das zweite hatte ich aber gestern schon an. Das kann ich dir jetzt nicht mehr zeigen. Haben auch 6 Euro jeweils gekostet. Ich habe mir dann auch noch eins in Grau mitgenommen. Ich dachte mir vielleicht Grau. Ist auch ganz süß. Und dann gab es auch noch im Dezenis ein solches T-Shirt. Das ist anscheinend ein Thermo-T-Shirt. Also es sollte super warm sein. Also ich weiß es nicht, ob es klappt. Es hat jetzt noch 9 Euro gekostet und ich finde schon, es ist wärmer als andere T-Shirts. Ich bin gespannt, ob es dann wirklich hält, was es verspricht. Ich finde die Farbe auch so schön. Und dann gab es noch Socken. Ich finde jetzt den zweiten nicht, aber auf jeden Fall gab es Kuschelsocken um 4 Euro und die sind so unglaublich flauschig. Ich weiß gar nicht, sieht man das in der Kamera? Also diesen Flausch, oh mein Gott. Ich hatte die gestern schon an. Wow, meine Füße waren nicht mehr kalt. Und dann habe ich mir noch so Thermosocken gekauft. Ich war der Meinung, ich habe noch Thermosocken, aber irgendwie sind die alle verschwunden. Auf jeden Fall sind die extrem flauschig auch. Ich hoffe, sie geben auch richtig warm. Ich glaube, ich hatte schon mal Dezenis-Socken. Thermo. Die haben 5 Euro gekostet. Dann war ich im Mango und da habe ich noch tatsächlich nie in meinem Leben irgendwas gekauft, weil irgendwie war das nie so meine Mode. Aber ich habe ein Shirt mit Stehkragen um 9 Euro gefunden. Und zwar so eins. Tatsächlich nimmt die Kamera jetzt nicht in dieser Farbe auf, was es eigentlich hat. Vielleicht funktioniert es auf dem Foto.
Das ist nämlich so ein grün-grau und nicht nur ein Grau, wie es die Kamera sagt. Ist jetzt Größe S, das war das Kleinste, was die da hatten. Mag die Qualität, also die Qualität ist so richtig schön flauschig. Und dann habe ich mir da noch eins gekauft um ebenfalls 9 Euro. Ne, 10 Euro, weil es ist 9,99 €. Das hier ist einfach so ein ganz normales, ebenfalls voll die gute Qualität zum Anfühlen zumindest. Hat das ein bisschen Baumwolle drin vielleicht. Kleinen Teil. Es fühlt sich aber richtig schön an. Und das ist Latte, würde ich sagen. Es ist nämlich nicht weiß. Dann habe ich mir zwei Hosen im Esprit gegönnt. Ich kaufe meine Hosen generell immer im Esprit und die sind super, super teuer, auch mit dem Prozent, aber ich habe damit irgendwie ewig. Außer ich wachse dann raus, weil ich eine Größe weniger brauche. Auf jeden Fall, was sehe ich dann hier die Größe? Ist das Größe 27? Ich weiß nicht, wie die mit der Größe sind. Auf jeden Fall ist das so eine richtig, richtig coole, ich weiß nicht, sieht man das in der Kamera doch jetzt vielleicht? Die ist so ein bisschen aufgeraut. Wir nennen die Schnierelsamt. Ich weiß nicht, Kordhosen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie ein bisschen wärmer. Und für diese Zeit jetzt, und da, ich kann da auch noch drunter eventuell eine Leggings tragen, weil sie sind nämlich ein bisschen weiter. Und dann gab es noch eine ganz normale Jeans. Die hat übrigens gekostet 50 Euro. Und die normale Jeans hat 40 gekostet, ist auch Größe 27. Und ich mag diese Farbe, die ist so unglaublich schön. Also die ist einfach so blaugrau tatsächlich. Die Kamera nimmt es nur nicht ganz so blaugrau auf. Aber ich finde Blaugrau so schön. Und die ist auch hier unten ein bisschen breiter. Also nicht ganz, ganz skinny, sondern ein kleines bisschen breiter. Die sind jetzt wohl immer so geschnitten. Finde ich aber tatsächlich super schön. Mal schauen, wie sich das dann mit den Winterstiefeln so macht, wenn sie so ein bisschen breiter sind. Muss die aber noch ein bisschen enger nähen. Kürzer nähen. Ich habe dann auch noch eine Hose gerade an, die ich gekauft habe. Die hier. Ist jetzt nicht mehr schön zusammengelegt, aber wie gesagt, ich hatte sie gerade schon an. Die ist jetzt, wo ist hier der Zettel hier? Größe 26 sogar. Sieht man mal, dass obwohl du sie alle im selben Laden kaufst, alle anders sind. Und die ist auch so ein bisschen breiter. Ich glaube, die sind jetzt hier einfach so ein bisschen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Die muss ich tatsächlich nicht hochnähen. Die habe ich jetzt einfach umgekrempelt. Sieht auch nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Die hat auch 40 Euro gekostet. Dann habe ich noch einen Bulli gekauft. Stimmt. In Sicil war das nämlich. Ich wollte nämlich die ganze Zeit so einen dünnen Pulli haben, wo ich halt auch in meiner Winterjacke nicht schwitze, weil meine Winterjacke überall Fell hat. Und da habe ich dann diesen hier gefunden. Der ist so schön von der Qualität. Oh mein Gott. Hat jetzt auch 30 Euro gekostet. Also ist ein bisschen teurer, aber ist okay. Ist auch Größe XS, oder? Wo steht denn das dran? Da steht gar nichts dran. Gut. Oder ist es eine Einheitsgröße? Ich habe keine Ahnung. Da steht kein Schild dran. Okay, vielleicht finde ich es noch, dann blende ich es ein. Ich finde den so schön. Auch weil er hier unten so ein bisschen einen anderen Bund hat zum Beispiel und nicht so einen geraden. Und der lässt sich so schön tragen. Ich kann mir den so als meinen unglaublich tollen Winterbulli 2023 vorstellen. Und das waren tatsächlich alle Sachen, die ich geshoppt habe. Ein ganz schöner Haufen ist trotzdem zusammengekommen. Ich hoffe sehr, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann kannst du mir gerne eine positive Bewertung da lassen. Du kannst mich auch gerne kostenlos mit einem Klick abonnieren oder hier drüben vorbeigucken, wo ich dir noch zwei weitere Videos verlinke. Und nächste Woche geht es hier dann wieder weiter. Schreib mir auch gerne einen Kommi und wir sehen uns.